So, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Lück, den Zweck Ihres Antrages haben Sie am vergangenen Freitag in einer Pressemitteilung in, denke ich mal, in aller Deutlichkeit formuliert. Ziel müsse es sein, naja, Sie haben es sehr entlarvend formuliert. Ziele müsse es sein, auf Basis eines so zu erstellenden Wohnungsmarktberichts Angebot und Nachfrage zu harmonisieren. Lassen Sie mich erst mal eingangs auf die Probleme eingehen, die die Landesregierung Anfang 1990 anzupacken hatte und die vor allen Dingen planwirtschaftlich verursacht war. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30. September 2010 fasst das treffgenau zusammen. Jetzt, ich fange doch erst an, Frau Lück, warten Sie doch mal ab, wie ich dann weiter argumentiere. Ich möchte zitieren, die Frankfurter Allgemeine: 20 Jahre nach der Wiedervereinigung verblasst die Erinnerung an die Ausgangslage der Wohnungswirtschaft in den neuen Bundesländern. Eine systematisch vernachlässigte Altbausubstanz, Millionen Plattenbauwohnungen und massig Altschulden. Zitat Ende. Die Wohnungspolitik der DDR war geprägt durch staatliche Regulierung der Bautätigkeit und der Mietpreise. Der Neubau industriell gefertigter Plattenbauweise wurde politisch favorisiert. Gleichzeitig wurde kaum eine müde Mark in den Erhalt und die Modernisierung der Altbausubstanz investiert. Selbstgenutztes Wohneigentum konnte nur in sehr begrenztem Maße gebildet werden. Die Mieten wurden aus sozialpolitischen Gründen niedrig gehalten. Für Altbauten waren die Mieten eingefroren. Und die Mieten für Neubauten wurden zentral festgelegt und lagen im Durchschnitt bei 0,45 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Solche Mieten waren natürlich weder wohnwertorientiert noch kostendeckend. Eine Folge war, dass die Häuser aufgrund unterlassener Reparaturen vernachlässigt wurden. Insbesondere die Altstadtgebiete entvölkerten sich. Dazu komme ich. Meine Damen und Herren, das war der Ausgangspunkt, und das hatte ich eingeführt, von dem aus Mecklenburg-Vorpommern nach der Wiedervereinigung startete. In den Nachwendejahren... Seid ihr nun fertig? Na? In den Nachwendejahren flossen Millionenbeträge in die Sanierung der Innenstädte. Aktuell läuft im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald übrigens eine Ausstellung, die den Zustand der Altbausubstanz der Hansestadt dokumentiert. Diese Ausstellung ist wirklich sehr sehenswert. Hier wird stellvertretend der Zustand vieler Innenstädte in Mecklenburg-Vorpommern nach 40 Jahren real existierender Planwirtschaft dokumentiert. Vergleichen Sie die Bilder mal mit denen von heute. Und mit dem Ende der DDR ergab sich für Mecklenburg-Vorpommern in vielerlei Hinsicht eine sehr spezielle Situation. Das Durchschnittsalter der Wohnungen in den Innenstädten war hoch. Aufgrund des schlechten Bauzustandes galt dies gleichermaßen für den Sanierungsbedarf, der dann in den Folgejahren realisiert wurde. Und Ende der 90er Jahre erfolgte dann eine weitere Umorientierung in der Wohnungspolitik von Bund, Ländern und Kommunen. Und zur zielgerichteten Stabilisierung des Wohnungsmarktes wurde nun größerer Wert auf den Rückbau oder Abriss von nicht mehr benötigten Wohnraum gelegt. Und zwar auf Grundlage kommunaler, ich wiederhole das, kommunaler Stadtentwicklungskonzepte. In den Nachwendejahren reagierte das Land, übrigens auch durch die rot-rote Landesregierung, und zwar auf die Bevölkerungsentwicklung, auf den Geburtenrückgang und den angestauten Nachholbedarf vieler privater Haushalte nach selbstgenutztem Wohneigentum im Umland der Städte. Und auch aktuell geht es in Mecklenburg-Vorpommern fast überall darum, einen an die demografische Entwicklung angepassten Umbau zu begleiten. Wir verzeichnen im Land vor allem einen sinkenden Wohnraumbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung. Die Schaffung billigen Wohnraums ist daher gar nicht die Herausforderung, denn den gibt es in Mecklenburg-Vorpommern durchaus. Richtig ist, es gibt Wohnraum in Mecklenburg-Vorpommern, der formal juristisch nicht als sozialer Wohnraum definiert ist. Auch das hat übrigens etwas mit den unterschiedlichen historischen Entwicklungen zu tun. In diesem Fall mit der Förderung sozialen Wohnraums in Ost und West. Der Neubau von Sozialwohnungen spielt in den neuen Ländern immer eine untergeordnete Rolle. Und seit Ende der 90er Jahre wird der soziale Wohnungsneubau nur noch in städtebaulich dringenden, erforderlichen Fällen eingesetzt. Soll heißen, formaljuristisch reden wir nicht von Sozialwohnungen. In Bezug auf die Preise bewegt sich der Wohnraum in Mecklenburg-Vorpommern jedoch dennoch vielfach auf diesem Niveau. Die Herausforderungen bleiben auch in den kommenden Jahren der Rückbau von Wohnraum. Vordergründig sind aber auch die Sanierung von Wohnraum und seiner Wertsteigerung. Und das Land unterstützt die Kommunen da bereits sehr aktiv, etwa zum Beispiel bei Rückbaumaßnahmen,
zu stemmen, die Barrierefreiheit in den bestehenden Wohnungsbeständen zu verbessern oder Grundrissänderungen vorzunehmen. Achten Sie dabei bitte immer auf die Wortwahl. Wir unterstützen die Kommunen bei ihren Initiativen. Es geht uns nicht darum, mit Planwirtschaftsgedanken in die kommunale Selbstverwaltung einzugreifen. Der Blick auf die aktuelle Wohnungsmarktsituation in Mecklenburg-Vorpommern unterstreicht überdeutlich, dass dies der richtige Weg ist. Sie haben in Ihrer Pressemitteilung und auch bei der Einbringung des Antrags mehrfach Bezug zur Situation in Greifswald genommen. Lassen Sie mich diesen Aspekt aufgreifen. Vergleichen Sie einmal den Wohnungsmarkt in Greifswald mit jenen im Stralsund, Neubrandenburg oder Schwerin. In Neubrandenburg betrug die Zahl leerstehender Wohnungen laut Bericht der Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommerscher Wohnungsunternehmen Ende des Jahres 2012 mit 4,68%. In Stralsund waren es hingegen 8,33% und in Greifswald genau 3,08%. Bei einigen Wohnungsbaugesellschaften wie der Greifswalder WWG liegt der ungewollte Leerstand aktuell deutlich unter diesem Wert. Darin bilden sich auch Nachfrageschwankungen ab, die im Falle Greifswald mit dem Semesterbeginn der Ernst-Moritz-Arndt-Universität zusammenhängen. Das bedingt aktuell natürlich eine höhere Nachfrage in der Hanse-Universitätsstadt. Sie sagen nun, diese unterschiedliche Situation im Land, etwa die Nachfrageschwankungen in bestimmten Regionen, wollen Sie nicht hinnehmen. Ihr Misstrauen gegenüber kommunaler Selbstverwaltung ist hier greifbar. Sie fordern wortwörtlich, Angebot und Nachfrage durch staatliche Eingriffe von Landesseite gleich für das gesamte Land zu steuern. Und wir sagen, wir freuen uns auf florierende Städte in Mecklenburg-Vorpommern und Greifswald ist ganz sicher ein Aushängeschild. Und wir sagen auch, die Wohnungsmarktsituation in Greifswald ist vergleichbar mit jenen in vielen Unistädten in Deutschland. Aber sie ist eine andere als in Neubrandenburg, Schwerin, Stralsund und das wiederum unterstreicht doch vor allem eins. Wohnungsmärkte sind regionale Märkte, die sich stark voneinander unterscheiden. Und deswegen muss einen messbaren Anstieg der Nachfrage wie aktuell in Greifswald auch lokal und nicht mit zentraler Planwirtschaft gegengesteuert werden. Für ein solches lokales Gegensteuern wollen wir werben. Die von Ihnen vorgesehene zentrale Regierung lehnen wir jedoch ab. Der von Ihnen geforderte Eingriff von Staatsseite würde nicht zu einer Harmonisierung von Angebot und Nachfrage führen. Es würde das genaue Gegenteil bewirken. Und abgesehen davon möchte ich noch auf einen anderen Aspekt Ihres Antrags eingehen. Frau Lück umschrieb eine weitere Forderung der Linkspartei in ihrer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag. Sie wollen einen Wohnungsmarktbericht. Und in Ihrer Pressemitteilung und Ihrem Antrag unterstellen Sie damit also einen Bedarf an Wohnungsmarktberichten. Ich habe Ihnen heute ein Ergebnis, eine kurze Recherche, ich kann Ihnen auch das sagen, zwei Stunden Recherche habe ich gebraucht für Wohnungsmarktstatistik in Mecklenburg-Vorpommern und dann habe ich diesen Erdner. Herr Weidmeier, Sie dürfen nichts hochzeigen, das dürfte auch ein Ordner ist. Ne? Also ich hoffe, dass Sie das dann verbal kundtun, was da drin steht, aber ja. Das funktioniert nicht. Ich entschuldige mich dafür, Sie haben es gesehen. Zwei Stunden Recherche für diese Berichte. Enthalten sind Statistiken von Wohnungsgesellschaften aus Greifswald, Neubrandenburg, Schwerin, die Sie ganz mühelos erhalten. Außerdem habe ich ohne Mühe den Bericht der Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommerscher Wohnungsunternehmen erhalten. Allein dieser Bericht bildet rund 50% der Mietbestände in Mecklenburg-Vorpommern ab. Hier sind die Daten und Fakten von Investitionsvolumen über die Vermietungssituation bis hin zu Mietausfällen und Leerstand dokumentiert. Aufgeschlüsselt ist etwa der Leerstand in jedem Altkreis und jeder kreisfreien Stadt oder ehemaligen kreisfreien Stadt. Außerdem finden Sie auf der Internetseite der Landesregierung einen Monitoringbericht für alle Stadtentwicklungsgebiete. Auch die Enquete-Kommission, da haben wir schon gesprochen heute davon, älter werden in Mecklenburg-Vorpommern, wird sich mit der Wohnungssituation vor dem Hintergrund des demografischen Wandels befassen. Das wird auch in einem Bericht dokumentiert werden. Und auf den Internetseiten vielen Städten in unserem Land bekommen Sie ebenso mühelos kommunales Wohnungsstatistiken. Und falls Ihnen diese aktuelle oder zumindest in Aussicht gestellte Zahlenmaterial dann immer noch nicht ausreicht, lassen Sie mich abschließend einfach zufügen. Kommunale Wohnungsgesellschaften und auch der Mieterbund behandeln die Ihnen vorliegenden Zahlen keineswegs als streng geheime Verschlusssache. Frau Lück, Sie sagten eingangs, Ziel ist es, Sie wollen ein regional differenziertes Bild erhalten.
Mein Gott, Fröhlich, mehr am Berichten geht kaum noch. Und aus diesen genannten Gründen legen wir einen Antrag ab.